In Paul Klees Werk findet sich alles. Seine Bildsprache zeigt die Natur, die Tiere, die Landschaften, das Leben. Es gibt die Ironie, das Spielerische und den Spaß. Er ist ein Künstler, der mich immer fasziniert hat. Wenn man eine Beziehung zu einer Droge hat, kommt man kaum davon los. Und so geht es mir auch mit Klee. Ich könnte ohne Klee gar nicht leben, könnte gar nicht. Ursprünglich wollte er eventuell Musiker werden, hat geschwankt und hat sicher und hat sich, glaube ich, ähnlich auch geäußert, dass er so gerne Kunst produziert hätte, wie Mozart und Bach komponiert haben. Paul Klee war musikalisch ausgebildet und die musikalischen Quellen hatten einen großen und direkten Einfluss auf sein Werk. Von New York bis Tokio. In der ganzen Welt wird heute das Werk von Paul Klee gefeiert. Das Metropolitan Museum erhielt von Heinz Berggrün eine exquisite Klee-Sammlung als Geschenk. Und auch das New Yorker Guggenheim hütet seine Klee-Bilder wie einen kostbaren Schatz. In Venedig gehören Klee-Exponate zum Kern des vielbesuchten Museums, das die exzentrische Peggy Guggenheim am Canal Grande einrichtete. In Europa hat derzeit ein regelrechter Boom an Klee-Ausstellungen eingesetzt. In der Schweiz, in Rien, an einem diskreten Ort in einer Basler Landgemeinde, ist in dem von Renzo Piano gebauten, vielleicht schönsten europäischen Privatmuseum auch in Sachen Paul Klee ein sensationeller Fund zu machen. Der Architekt hat die Fondation Baehler luftig in die Landschaft gesetzt. Es sind ideale Räume für die Klassiker der Moderne, die Ernst Baehler ein Leben lang zusammengetragen hat. Neben beeindruckenden Stücken von Picasso und Monet überrascht die Fondation mit einer Ausstellung über das bisher wenig bekannte Spätwerk von Paul Klee. Eine gewagte Hängung der kleinen Formate auf blaugrauen Wänden. Sie funktioniert in magischer Weise mit dem glühenden Rot, den schwarzen Balken und dem leuchtenden Gelb der letzten Bilder. Als Klee sie malte, hielt man sie für die Arbeiten eines Irren. Heute zählen sie zu den großen Spätwerken der Kunstgeschichte. Zeichen in Gelb entsteht 1937, 3 Jahre vor Paul Klees Tod im Schweizer Exil. An der Nahtstelle von Gegenständlichem und Abstraktem formuliert der Künstler: Gut malen ist einfach Folgendes. Die richtige Farbe an den richtigen Ort setzen. Es gibt einen bekannten und einen geheimen Paul Klee. Der populäre Klassiker, dessen Werke auf unzähligen Reproduktionen von einem breiten Kunstpublikum wahrgenommen werden. Er blieb trotz weltweiter Erfolge immer ein Sonderfall, ein in äußerster Zurückgezogenheit arbeitender Künstler, der unbekannte Klee. Erst nach langem Schwanken zwischen Musik und Malerei entschließt sich Klee, 1879 bei Bern geboren, für ein Kunststudium. Er verbringt seine Kindheit und Jugend in Bern. Sein deutscher Vater ist Musiklehrer. Seine Basler Mutter hat Gesang studiert. Und Bern wird für Paul Klee, der niemals das Schweizer Bürgerrecht erhalten hat,
zum Ort des unfreiwilligen Exils im letzten Lebensjahrzehnt. Ein Leben in der Provinz. Ein großes Werk in kleinen Formaten. Das fein gegliederte, linierte, verschachtelte, gestapelte. Ohne Bern wäre sein ganzes Tun und Treiben nicht denkbar, konstatiert später einmal sein einziger Sohn Felix. Beginnende Kühle nennt Paul Klee dieses Bild von 1937. Drei Takte im Geviert entsteht 1930, noch während seiner Zeit als Meister am Bauhaus. Nach 10 Jahren als Lehrer in Weimar und später als Professor an der Düsseldorfer Akademie wird Klee 1933 von den Nationalsozialisten fristlos entlassen. Zusammen mit seiner Frau Lilly emigriert er nach Bern. Sie beziehen eine bescheidene Dreizimmerwohnung im Kistlerweg. Klee, dessen Weltruhm gerade begonnen hat, malt sein bedeutendes Spätwerk in einem winzigen Arbeitsraum, isoliert von seinem Publikum. Vom anerkannten Professor zum entarteten Unkünstler. Das entwurzelte Malergenie beklagt sich niemals über sein Schicksal. Unter gnadenlosen Umständen und mit Besessenheit entsteht ein Œuvre von unglaublichem Umfang. Allein in dem Jahr vor seinem Tod vollendet er mehr als 1200 Arbeiten, mehr als jemals zuvor. Das Berner Kunstmuseum mit der angeschlossenen Klee-Stiftung beherbergt heute einen Großteil des Werkes. Insgesamt sind mehr als 10.000 Stücke aufgelistet. Darunter auch Schlüsselwerke aus den späten Jahren. 1938 malt Paul Klee eines seiner wenigen großen Formate, Isola Dulcamara. Ein eher heiteres Bild mit frühlingshaften Farben. Dulcamara, süß und bitter. Es zeigt Klees Reichtum an raffinierten Motiven. Das vielleicht überraschendste Buch zu Paul Klee hat der Komponist und Dirigent Pierre Boulez geschrieben, der sich mit ihm wahlverwandt fühlt. Si Klee dessine un cercle, c'est un cercle qui est un cercle. Wenn Klee einen Kreis zeichnet, dann ist das immer ein ganz bestimmter Kreis, unregelmäßig mit der Hand entworfen. Er kann Sonne, Mond oder Sterne darstellen und noch vieles mehr. Der Kreis wird zum Erzeuger seiner malerischen Poesie. Es ist jedes Mal ein anderer Kreis, eine neue individuelle Figur. Diese Basiselemente finde ich faszinierend und fast sogar unglaublich. Sie zeugen von einer unendlich reichen Imagination. Dampfer und Schiffe gegen Abend verweisen auf Klees pointillistische Phase zu Beginn der 30er Jahre. Dieses Bild basiert auf einigen wenigen, aber ganz bestimmten Figuren. Hier in der Mitte ist ein Kreis und rundherum gruppieren sich die Dreiecke. Das sind allerlei Studien mit dem Dreieck. Es sind Schiffe und Segel. Also nichts weiter als lauter Kreise und Dreiecke. Sie sehen bisweilen sogar ziemlich derangiert aus. Es sind Variationen, die er ganz bewusst und gewollt unbeholfen ausgeführt hat. In Ad Parnassum leuchten die Konturen eines Berges und eines Gebäudes in einem changierenden, farbigen Lichtraum. Zu einem neuen Parnass, einem Pilgerort, wird sich Renzo Pianos jüngste Baustelle entwickeln, das neue Paul-Klee-Zentrum in Bern, mit seiner charakteristischen Wellenstruktur. Queste onde sono nate quasi da
Diese Wellen entstanden aus meinem Wunsch heraus, mit der Topographie des Geländes zu spielen. Das Gebäude soll aus dem Terrain, aus dem Gelände herauswachsen. Es wird fast zu einer Landschaftsskulptur, zu Land Art. Eine Passage entwickelt sich langsam unter dem Gras. Und das soll kein gepflegter englischer Rasen werden, sondern ein Stück Schweizer Landwiese. Sie wird das Dach wild überwachsen. Die Architektur taucht gewissermaßen direkt aus der Natur auf. E allora l'edificio emerge, c'è questa specie di emergere dalla natura. Nicht ein Haus, sondern einen Ort für Paul Klee will Renzo Piano schaffen. Mit kühnen, noch nie dagewesenen Stahlkonstruktionen. Einen Ort, der dem Funktionalismus die Magie zurückerstatten wird. Eine meditative Verbindung von außen und innen. In Houston, Texas, hatte Piano nach der Sensationsarchitektur des Pariser Centre Beaubourg mit der Menil Collection 1986 ein erstes Privatmuseum gebaut. Eine heitere, unaufgeregte Architektur. Im Treasure House von Dominique de Menil sind auch einige Kleebilder zu bestaunen. Diese elegante Sammlung ist zum Maßstab für Museumsbauten weltweit geworden. Nachdem der Schweizer Sammler Ernst Baehler Pianos Menil Collection in Texas bewundert hatte, beauftragte er den Architekten, ihm im Basler Rebland ein unpathetisches, aber elegantes Museum für seine Schätze zu entwerfen. Seit 1999 kann Ernst Baehler seine berühmte Picasso- und Klee-Sammlung in idealem Ambiente zeigen. Er ist ein Sammlerpionier des Spätwerkes von Paul Klee. Er war der Erste, der seine letzten Bilder systematisch kaufte und ihren Wert richtig einschätzte. Der Graue und die Küste. Als Baehler dieses Werk schon 1965 erstmals ausstellte, staunten die Kritiker über das fast 30 Jahre alte Bild. Nun aber hat den Maler das direkte Ineinandergreifen von Meer und Küste gepackt. Küsten und Wogen fressen einander wie Krokodilmäuler und Wasserzungen. Die Leute können heute diese Zeichensprache lesen, die ihnen noch lange fremd war und die ihnen das Spätwerk für lange Zeit nicht akzeptabel machte. Und dann auch durch die weitere Kunstentwicklung, die ja dann ganz auch in diese Richtung ging, in der Abstraktion und so weiter, ist er natürlich ganz aktuell geworden und ist heute fast, würde ich sagen, auf dem Höhepunkt der Anerkennung, auch im Spätwerk. Wenn man sich sehr lange mit Klee beschäftigt, entdeckt man alles Mögliche, was man vorher nicht gewusst hat. Ja. Klee öffnet bestimmte Perspektiven. Mhm. Und das ist was sehr Schönes. Die Musik hat Klee geholfen, auch mit ihren eigenen Zeichen. Manchmal hat er ja sogar Parodien entworfen. Parodien im besten Sinn, intelligente Kommentare. Er benutzte grafische, musikalische Notationen, die er gut kannte, weil er ja selber in Bern in einem semiprofessionellen Orchester Geige gespielt hat. Erstaunlicherweise war sein musikalischer Geschmack nicht gerade wagemutig. Er sparte sogar Beethoven und Brahms aus. Klee liebte Bach und Mozart. Eine Sängerin als Fior di Lici aus Mozarts Così fan tutte mit den lustigsten Locken der Welt, aneinandergereihten Sopranschlüsseln. Sindbad der Seefahrer im Kampf,
aus einer komischen Oper. In seinem Frühwerk findet sich gar ein fensternder bayerischer Don Giovanni. Kreuzfahrer von 1929. Klee hat mir auch bei meinen eigenen Kompositionen zu denken gegeben. Wie vermittelt man zwei unterschiedliche Ideen? Eine Komposition neben der anderen. Wie kann man das überhaupt komponieren und präsentieren? Ganz besonders fasziniert bin ich von Klees Handschrift, die ich von Faksimiles her kenne. Sie ist extrem akkurat und peinlich genau. Nach seinem Lieblings-Klee-Bild, Monument in fruchtbarer Landschaft, hat Pierre Boulez sein Buch über den Künstler genannt. Das Studium der Fuge und des Kontrapunktes führen Klee zu einer Reihe von Aquarellen, die er Polyphonie nennt. ...1930 entsteht die polyphone Architektur. Je pense que la notion de polyphonie était quelque chose qui l'a beaucoup inspiré, excité. Polyphone Strukturen haben Klee sehr inspiriert, ja sogar aufgeregt. Wie verhalten sich unterschiedliche Linien, Stimmen zueinander? Linien, die sich ähneln, komplettieren oder sich voneinander absetzen. Das Polyphone war vielleicht seine bestimmende Notation, neben der Linie der Melodie, der melodischen Zeichnung. Dessin d'une mélodie qu'il pouvait transposer. Alter Klang, ein Bild, das sich subtilen harmonischen Gesetzen zwischen Dur- und Molltonarten zu unterwerfen scheint. Die Musik ist für mich eine verhexte Geliebte. Ruhm als Maler, Schriftsteller, moderner Lyriker? Schlechter Witz. So bin ich berufslos und bummle. Notiert der junge, noch unentschlossene Klee in seinem Tagebuch. Er unternimmt Reisen in den Süden, in den Mittelmeerraum, in dem er Anregungen findet, die ihn sein Leben lang fesseln. Seine erste Italienreise führt ihn 1901 nach Neapel. Und es ist nicht der Vesuv, der ihn fasziniert, sondern ein altertümliches Aquarium aus dem 19. Jahrhundert. In dem Meeresbiologischen Institut entdeckt er die unterirdische Welt des Wassers und ein Motiv wie aus einer Traumwelt, das ihn bis zu seinem Tod begleiten wird, den Fisch. Wunderbar geschuppte Wassertiere von diesseitiger Schönheit in dunkler Dämmerwelt. Der Goldfisch strahlt von innen heraus,
Akteur eines Traumreichs. Il pittore Chiracli trasformava tutto. Paesaggi, amici, gente, scherzi. Der Maler Paul Klee hat einfach alles transformiert. Tiere, Freunde, Landschaften, die Sonne, die Luft, die Vibrationen des Meeres. Er absorbierte alles, um es in Bildnisse umzusetzen. Und es gibt eben auch den Topografen Klee, den Geografen Italiens, der Sizilien bereiste, die Linien und Profile der Küsten aufnahm. Aber er verwandelte alles mit großer Freiheit. Als lang hingezogene Küstenlinien kann man vielleicht auch sein Bild Ort am Kanal interpretieren. 1931 unternimmt er seine letzte Italienreise. Zum ersten Mal sieht er Venedig. Filigrane Zeichnungen, die große Kuppel und Pseudo-Venezianisches. Klees Titel setzen sich von allen Venedig-Klischees ab. Er hat ganz wunderbare Kompositionen zustande gebracht, offenbar inspiriert von den Wellen, vom Meer. Er hat magnetische Wellen gezeichnet, die aufeinandertreffen und zusammenspielen. Seine venezianischen Zeichnungen sehen so aus, als ob er sie in einem Schwung entworfen hätte. In einem Strich, ohne die Feder vom Blatt abzusetzen. Man sieht darin die Instabilität der Lagune, die speziellen Vibrationen des Lichts von Venedig. All dies steckt darin und macht das Grandiose dieses Künstlers aus. Mauern können schützen, Mauern können ausschließen, Mauern sperren ein. Eine Seitenansicht von San Marco mit orientalischen Marmortafeln, Beutestücken der alten Seefahrerrepublik. Es sind Tafeln aus einer anderen Welt, wie Klees Quadratbild Vierteiliger Palast von 1933. Weltkunst, Rätselbilder, aufzuspüren für den aufmerksamen Beobachter jenseits der Massenbewegungen des Markusplatzes. Lagunenstadt nennt Paul Klee sein melancholisch getöntes Streifenbild von 1932.
Ketten, Barrieren, Versperrungen, Störelemente. Seit Mitte der 30er Jahre tauchen neue, erschreckende Zeichen in Klees Werk auf. Betroffene Stadt, 1936. Finstere Bootsfahrt, 1940. Und auch die sechs Fische von 1933 scheinen bedroht in ihrem allzu engen Gefängnis. Unheimliche blaue Glut, die so noch nie gemacht worden ist. Es ist immer mit Rot sonst verbunden und das hat mich auch fasziniert. Diese kalte Glut vielleicht. Es hat etwas ganz merkwürdig im Übergang vom Leben durchs Feuer, vielleicht in den Tod, und habe es dann genannt Diesseits, Jenseits. Und das kam dann doch sehr an als Titel und man fand, das wäre sogar eigentlich ein Klee-Titel. Mit diesem Kopf eines Märtyrers und seinem wunden, aufgerauten Gesicht mag Klee Parallelen zu seinem eigenen Schicksal ziehen. Seit 1936 leidet er an einem unheilbaren Hautleiden, Sklerodermie, einer heimtückischen Erkrankung des Autoimmunsystems. Er kann nur noch an einem Arbeitstisch, nicht mehr an der Staffelei malen. Ernste Miene von 1939. Die isolierte Situation im Schweizer Exil und die Verunsicherung durch die Krankheit, dieser doppelte Schicksalsschlag führt jedoch zu einer neuen künstlerischen Intensität. Von bestürzender Suggestion ein Bild mit einem Wortspiel, Schlammassel. Der Fisch ist ohne Haut, aber die roten Augen glühen noch. Kraftvoll und mächtig tritt Klee 1938 den politischen und persönlichen Desastern entgegen. Er entwirft ein großformatiges Schlüsselwerk, Reicher Hafen. Schiffstanker, Algenblätter. Mit großen Balkenstrichen entsteht ein eigenwilliger Weltentwurf. Die Reise und das Spiel des Lebens. In Berlin, gegenüber dem Charlottenburger Schloss, ist im Stühlerbau die vielleicht persönlichste deutsche Kleesammlung untergebracht. Nachdem der legendäre Sammler Heinz Berggruen sein erstes großzügiges Kleevermächtnis an das New Yorker Metropolitan Museum gegeben hatte, schenkte er 1996 den staatlichen Berliner Museen seine privaten Lieblingskleebilder. Heute lebt er in engster Nachbarschaft mit ihnen, wie in einer Wohngemeinschaft, auf der gleichen Etage. Um in seine Wohnung zu gelangen, passiert er die Kleesammlung. Und dies absolviert der alte Picasso-Freund täglich zu seinem größten Vergnügen. Ohne Klee wäre ich, glaube ich, sehr unglücklich. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen, ohne Klee durch diese Räume zu gehen. Ich freue mich jeden Tag daran, denn wenn ich aus meiner Wohnung rausgehe, komme ich zu meinen Kleekindern. Ja, recht enge Beziehung, kann man schon sagen, ja. Mhm. Tägliche. Und das über Jahre, nicht? Mhm. Das über Jahre. Im Grunde mag ich sie alle. Es ist eine Art Klee-Besessenheit.
beinahe, kann man schon sagen. Und ich höre auch nicht auf, Klees zu erwerben und die Sammlung dadurch zu bereichern. Es ist eine besondere Welt. Und in diese Welt einzudringen, empfinde ich als Glücksfall. Die Zeit von 1935. Klee wählt in seinem Spätwerk viele verschiedene Techniken. Er experimentiert mit ungewöhnlichen Untergründen. Die Vielfalt von Klees letzten Bildern täuscht nicht darüber hinweg, dass es Motive gibt, die er sein Leben lang verfolgt, über die verschiedenen Schaffensperioden hinweg. Immer wieder kehrt er an Orte zurück, die ihn schon in der Berner Jugendzeit in Bann schlugen. Der Steinbruch von Ostermundigen bei Bern gehört dazu. Mehr als 20 Mal hat er diesen Ort mit seinen trapezoiden Steilwänden und groben Steinquadern gemalt. Hier beginnt sein Weg in die Abstraktion, mitten heraus aus der Kulisse der Felswände. Auf seiner letzten Italienreise zieht es ihn vor allem nach Sizilien. Syrakus wird zu einem Sehnsuchtsort. Der scheue Künstler lässt sich in den Grotten und Latomien, den antiken Steinbrüchen, fotografieren. Das sogenannte Ohr des Dionysos, ein mythischer Ort. Paul Klee schreibt: Ich erlebe nichts, will auch gar nichts erleben. Ich trage die Berge Siziliens in mir und jene Sonne. Alles andere ist fad. ...1939, ein Jahr vor seinem Tod, entsteht das Bild Latomie. Ein Rückblick auf sizilianische Archaik. Auch nach Agrigent reist er und er empfindet die historische Anregsamkeit im Verein mit der Natur als das Richtige. Entscheidend ist das Zusammensehen von Raum und Zeit. Kreuze und Säulen von 1931. Mit der Bezeichnung Zitronenhain und Klang aus Sizilien benennt der Reisende differenziert Topografien, eine Seltenheit in seinem Werk. In der Conca d'Oro, der Bucht von Palermo. Sizilien gibt dem Künstler eine Ahnung des Orients, die ihn an frühere prägende Reisen nach Tunesien und Ägypten erinnert. Die sizilianischen Eindrücke, die maurische Architektur und die sonnenhellen Farben hinterlassen reine Harmonie. Das märchenhafte mediterraner Gärten assoziiert dieses Bild mit seinen violetten Nuancen und gewagten Blautönen. ...1937 entsteht das Ölbild Südliche Gärten. Ein Hinweis, dass sich Klee auch im Krankheitsjahr heiteren Themen nicht verschließt. Die Säume, Konturen und Silhouetten des Mittelmeers gewinnen glutvolle Farben.
Dabei strahlen sie eher Kälte als Wärme ab. Klee mischt süchtig machende Blautöne. ...1932 schreibt er über dieses Bild an den Malerfreund Jawlensky. Es sind Schiffe, die in der Nacht buchten. Wenn man so in Deutschland eingesperrt wird, wie es jetzt wieder den Anschein hat, werden solche Reisewünsche sehr aktuell. Flottille am kalten Morgen. Klee versteht es, längst versunkene Erinnerungen zu wecken, in einer Verbindung von Heiterkeit und Ernst. Das Meer gestaltet der im Berner Binnenland Exilierte mit einer ganz eigenen Dramatik. Devo dire che Klee aveva un'ispirazione vastissima. Klee verfügte über eine ungewöhnliche breite Inspirationskraft. Schauen Sie sich seine Landschaften an. Das Meer, seine Konturen und Säume, die Schwingungen des Lichts, all seine Vibrationen. Den Mond, das Meer und die Schiffe, das sind Themen, die es häufig bei ihm gibt. Ich selbst finde Fragmente und Stücke von Klee überall bei mir, auf meinen Papieren und Skizzen. Meine ganz große Leidenschaft ist das Segeln. Und auf meinem Segelboot gibt es eine Fahne mit der Abbildung der Senegio von Klee. Bei mir ist also keine Nationalflagge gehisst, sondern ein Zeichen der Liebenswürdigkeit. Meine Bandiera di Cortesia stammt von Paul Klee. Questa bandiera di cortesia si chiama bandiera di cortesia, non è la bandiera nazionale. Su una barca c'è anche la bandiera di cortesia. La mia bandiera di cortesia è questa. Klee nähert sich seinem ultimativen Blau, Boote in der Überflutung. 1940, in seinem Todesjahr, entwirft er mit rohen Strichen Bootsvergnügen am Kanal und verzweifelt rudern. Die letzten Bilder entstehen, darunter der hochexpressive Paukenspieler. Ich kenne dieses Bild gut. Als ich mein Buch über das musikalische Denken heute geschrieben habe, wählte ich es als Titelumschlag aus. Man verspürt auch eine starke Bedrohung. Es ist ein angedrohter Schlag, den der Paukenspieler ausüben wird. Wir haben das Jahr 1940 und das ist sehr bedeutsam und verweist auf einen sehr viel schlimmeren Schlag. In dem Bild ist jedoch nicht nur Angst und Bedrohung zu verspüren, sondern auch gleichzeitig ihre Austreibung, ihr Exorzismus.
1940 ist die Welt aus den Fugen geraten und der eingesperrte, todkranke Klee malt einen Schrank. Dann aber auch das Bild nebenan, Tod und Feuer. Das war natürlich schon immer eines der fesselndsten Spätwerke. Das hat natürlich eben viel mit Vergänglichkeit zu tun. Aber das ist nicht der Aspekt der ganzen Spätwerkphase. Eben, es kommen auch optimistische, zuversichtliche Töne. Und eigentlich, würde ich sagen, stimmt einem das Ganze doch eher positiv. Es herrschen die starken Zeichen. Paul Klee bleibt unerbittlich und geheimnisvoll. Dieser Stern lernt beugen.